Herzlich willkommen bei Chef in the Woods. Schön seid ihr diesen Samstag wieder dabei. Leute, es ist Weihnachten, darum machen wir was Weihnachtliches. Wie ihr es im Titel sehen könnt, wir machen Zimtschnecken. Das Ganze kommt aus dem Dutchofen. Wie wir das Ganze machen, was wir dazu brauchen und wie das am Ende aussieht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Bleibt unbedingt dran. Wir starten gleich durch mit den Grundzutaten. Wir haben hier 600 Gramm Mehl. Wir haben an die 50 Gramm Zucker. Wir nehmen hier 50 Gramm Butter, einen halben Würfel Hefe, ein Ei und wir brauchen ungefähr 3 Deziliter Milch. Leute, genaue Rezeptangaben wie immer unten in der Videobeschreibung beschrieben. Wir legen gleich los. Wir mischen den Zucker mit dem Mehl, geben das Ei damit rein. Die Hefe lösen wir schön in der Milch auf. Geben hier 1 Deziliter rein. Hefe ein bisschen zerbröseln, damit reingeben. Rühren das Ganze einmal durch und lassen die Hefe schön auflösen. Schaut darauf, dass ihr hier nicht kalte Milch nehmt, sondern ein bisschen angewärmte, draußen stehen gelassene, was auch immer. Ich habe jetzt da drin direkt 5 Deziliter, die ich brauche, darum habe ich das schön, konnte ich das einfach rausstellen, genug früh. Butter schneiden wir hier, so kleine Würfel, schneiden wir einfach runter, damit sich das schneller auflösen lässt. Geben unsere Milch-Hefemischung da dazu und rühren das Ganze mal schön um. Geben noch den restlichen Anteil der Milch dazu und kneten das Ganze zu einem wunderschönen Teig zusammen. So, nach ungefähr 5 Minuten intensiver Knetarbeit sieht der Teig schon fast so aus, wie er aussehen sollte. Ich reinige jetzt hier noch schnell mein Brett durch. Das ganze Mehl aus der Ritze. So gut wie es geht. Formen den zu einer schönen Kugel. Und lassen den in der Schüssel mit ein bisschen Mehl bestäubt aufgehen für eine halbe Stunde. Wir decken den noch mit dem Tuch zu und das war's auch schon. Ja, der Teig ist soweit gemacht. Der geht gleich ein bisschen auf. Ich habe ihn ein bisschen an die Wärme gestellt. Wir kümmern uns nun um den Inhalt. Dazu benötigen wir hier 40 Gramm Butter. Die machen wir flüssig. Ja, und ordentlich Zimt rein. Zimt mag jeder. Verrühren das Ganze ein bisschen. Wunderbar, schaut euch das mal an. Sensationell, ein bisschen mehr. Sollen ja Zimtschnecken sein und nicht einfach nur Schnecken. Dann habe ich hier gemahlene Nüsse. Das sind je 200 Gramm Haselnüsse und Mandeln. Ich denke, wir halbieren das Ganze einfach auf je 100 Gramm und ja, bestreuen dann unseren Teig mit dem Ganzen. Unser Teig. Ich habe leider mein Walholz nicht gefunden. Das macht jedoch gar nichts. Da tut sich auch hier schönen Stock. Achtet darauf, dass der schön sauber ist. Hier habe ich jetzt schon ein bisschen Rinde mit drin. Super. Geschmolzene Butter. Ich denke, das reicht. Verteilen das schön. Haha. Leute, alles ist besser mit Butter, besonders wenn sie geschmolzen ist, ne? Wir brauchen hier den Rest auch noch, es fängt an zu regnen. Streichen das Ganze schön aus, geben hier wunderschön unsere Mandeln zuerst. 100 Gramm habe ich hier. Mache dasselbe auch noch mit den Haselnüssen. Nicht zu viel, dass das am Ende nicht zu trocken wird. Und geben jetzt unseren Zimt und Zucker da darüber. Kann schon ordentlich sein. Drücken das Ganze ein bisschen an. Und rollen das zu einer wunderschönen Roulade auf. Achtet dabei darauf, dass ihr das wirklich schön rollt und nicht einfach stoßt. Möglichst eng zusammenrollen, damit dann nicht allzu viel Luft dazwischen ist. Ein
Nun versuchen wir hier schön gleichmäßige Stücke rauszuschneiden. Aus diesem Teig hier machen wir insgesamt 9, 10, 11 Stücke. Ich musste schnell das Messer wechseln. Ich brauche ein Messer, das schneidet und nicht drückt. Perfekt. Schneiden die hier so runter und legen die, oder respektive wir stellen die schönen Schnecken hier rein. Wieder mal ein viel zu großer Dutchofen gewählt, jedoch tut das trotzdem seine Sache. Deckel drauf, halbe Stunde noch mal ziehen lassen, würde ich sagen. In der Zwischenzeit bereite ich die Kohlen vor und lassen das Ganze für eine halbe Stunde. Unsere Kohle ist soweit. Wir lassen hier nicht allzu viele am Boden. Und zwar habe ich 1, 2, 3, 4, 5, insgesamt 7 Stück. Und zwar so in der Anordnung, wie die Zimtschnecken da liegen. Also dementsprechend eigentlich 8 Stück. Ne? Dutchofen da drauf. Und verteilen der Rest der Kohle auf dem Dutchofendeckel. 23, ja. Insgesamt 23 Kohlebriketts. Rechnen muss man können. Ne? Ich stehe hier und denke, was gibt 8 und 3, Alter? Ich denke, ich meine 8 und 13, ja, danke. Mein Gott, ne, Ferienmodus halt. Da braucht man das hier nicht so. Ja, lassen das für eine halbe Stunde hier. Insgesamt sind es 23 Kohlebriketts. Ja. Ja, wir machen noch unseren Guss. Dazu 2 Esslöffel Philadelphia, 1 Esslöffel brauner Zucker, 1 Esslöffel Vanillezucker und 100 Gramm Puderzucker mit 50 Gramm Butter. Und nun verrühren wir das Ganze. Und zwar so lange, bis der Philadelphia wirklich schön eine Cremigkeit bekommt. Wunderbar. Freunde, wir sind soweit. Wir öffnen den verborgenen Schatz. Jawohl, schaut euch das an, wie richtig, richtig lecker die aussehen. Ich muss dazu sagen, die sind mir untenrum leider ein bisschen angebrannt. Jedoch, ja, das Stück hier geht jetzt gleich, muss ich sagen. Ja, kaum auf dem Brett kommt da auch schon unsere Glasur drüber. Wir geben einfach jedem mal so einen Löffel drauf, verstreichen das dann. Der verträgt ein bisschen mehr. Ist ja ein großer. Ist schon großer. Ja, wir sind soweit. Schaut euch diese leckeren Burschen mal an. Leute, da bleibt einem gar nichts anderes übrig, außer einfach reinzubeißen. Ich wünsche einen guten Appetit. Ha. Ja. Zimtig, fruchtig, allgemein einfach süß, nussig, lecker. Ja, das mal ein weihnachtliches Dessert, wirklich. Ja Leute, in dem Sinne, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Genießt die Festtage mit euren Liebsten, mit eurer Familie. Lasst es euch schmecken, lasst es euch gut gehen. Liked das Video hier. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Da lasse ich euch die Dutchofen-Playlist und auf der Seite seht ihr die Drinks-Playlist. Wir sehen uns nächsten Samstag bei Chef in the Woods.